Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Ihrem Micknauf Daily. Ja, Unruhe im Markt seit letzte Woche. Und das hat den DAX letzte Woche auch ordentlich ein paar Punkte gekostet. Wir sind am Freitag raus bei 13.432 Punkte. Das war auf Wochensicht ein Minus von 3,2% und für den Januar ein Minus von 2,1%. Ja, auch die Wall Street, der Dow Jones am Freitag schwächer, sogar unter der Marke von 30.000 Punkten geschlossen. 29.982, immerhin ein Minus von 2,9%. Ja, die Marktteilnehmer sind momentan in Unruhe und Nervosität und das hängt ganz klar an drei Gründen. Eins, am Machtkampf zwischen den Privatanleger und den Hedgefonds, am Beispiel der Aktie von GameStop. Als zweites natürlich nach wie vor die Corona-Pandemie und zum dritten natürlich das Thema Impfen, die Thematik und halt eben damit verbunden weitere Lock- und Shutdowns. Das alles bringt natürlich die Märkte dann doch bei Zeiten etwas durcheinander. Vor allen Dingen die Kurskapriolen bei GameStop oder AMC Entertainment, ja, die sind natürlich in den Vereinigten Staaten zu uns rüber geschwappt und zeigen natürlich ein Bild, wo man schwer prognostizieren kann, welchen Einflussfaktoren da jetzt die Privatanleger auf die Hedgefonds haben, die hier auf Leerverkäufe gesetzt haben. Das hat relativ viel Unruhe mitgebracht und wird jetzt in den Vereinigten Staaten auch dort von der obersten Börsenaufsicht der SEC und von den Justizbehörden mal näher durchleuchtet. Mit natürlich in diesem Zentrum des Bebens die Online-Plattform Robinhood, die dementsprechend sogar schon letzte Woche gegenüber den beiden genannten Aktien Handelsrestriktionen eingeführt hat. Das alles tut den Märkten natürlich nicht gut. Gut, dass der DAX mal ein paar Punkte verloren hat, das kann man auch durchaus mal als gesunde Konsolidierung bezeichnen. Wir sehen da noch keine großartigen Alarmzeichen, solange wir uns zwischen der Marke von 13.300 bis 13.500 nach wie vor bewegen, denn wir dürfen eines nicht vergessen, wir haben auch immerhin 2.500 Punkte gut gemacht in nur drei Monaten, dass da der Markt mal auf- und ausatmen muss, das sollte natürlich bekannt sein. Ansonsten schauen wir natürlich ganz klar auf die Fortschritte bei den Impfungen und da natürlich bei der Menge der geimpften Menschen, aber natürlich auch ein bisschen sorgenvoll auf die neuesten Covid-19-Mutationen. Das alles bedingt, dass wir natürlich eine höhere Volatilität im Markt, eine höhere Unruhe haben und das konnte man auch letzte Woche in Deutschland und in Amerika am sogenannten Angstbarometer für die Vereinigten Staaten ist das so der sogenannte VIX und in Deutschland der sogenannte VDAX relativ gut ablesen. Der hat nämlich letzte Woche ein neues Hoch nach dem November gemacht. Das heißt, wir sehen auch an diesen beiden Indizes, dass es tatsächlich aktuell etwas unruhiger ist und bleibt. Zudem haben wir natürlich Quartalsberichtssaison und da haben wir diese Woche jede Menge Zahlen, unter anderem auch aus Deutschland und natürlich Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten, wie am Mittwoch zum Beispiel den ADP-Marktbericht, der ja schon mal der Vorläufer ist, des Arbeitsmarktgerichts dann am Freitag. Ja, schauen wir gleich mal drauf. Heute dann Zahlen von Ryanair. Klar, schaut der Markt natürlich drauf. Ryanair ist ja mindestens genauso gebeutelt wie halt eben unsere Lufthansa. Dann haben wir heute zusammen die Zahlen von Siemens Healthineers, von Isra Vision. Ja, und dann aus Japan Zahlen von Nintendo und den USA Electronic Arts. Da geht es natürlich um die großen Bereiche des Gamings, der Spiele. Also eigentlich sollten ja beide Unternehmen dementsprechend fast schon Corona-Profiteure sein. Morgen am Dienstag haben wir dann Siemens Energy, dann haben wir AT&T aus den USA, UBS, Pfizer aus Asien, China, Alibaba, sicherlich interessante Zahlen, ExxonMobil, Amazon, Alphabet, Amgen und Harley-Davidson aus den Vereinigten Staaten. Am Mittwoch geht es dann weiter mit den endgültigen Zahlen von Siemens. Die hatten ja schon vor zwei Wochen kurzfristig mal ein paar vorläufige Zahlen gemeldet, die sehr, sehr gut im Markt angekommen sind. Also Mittwoch endgültige Zahlen. Dann aus den USA Spotify, Qualcomm, eBay und dann PayPal, Biogen und Boston Scientific. Also
dann doch noch jede Menge los im Markt. Am Donnerstag geht es bei uns dann weiter mit der Deutschen Bank und der DWS. Infineon kommt dann noch mit Zahlen, Merck und Co. Dann Philip Morris aus den Vereinigten Staaten, Motor Ford, Bristol Myers, Air Production und Activision Blizzard. Die sind ja auch im Gaming-Bereich unterwegs, also auch dementsprechend hier natürlich einen Blick wert. Ja, und am Freitag schließen dann die Woche ab aus Deutschland Talangs und Arubis, aus Frankreich dann Sanofi und nochmal aus Deutschland ThyssenKrupp mit der Hauptversammlung und Linde mit den Jahreszahlen, wie schon angesprochen. Dann am Freitag natürlich auch der Arbeitsmarktbericht aus den Vereinigten Staaten. Ja, das Thema Leerverkäufer gegenüber halt eben den Privatanlegern, das Thema sollte uns natürlich auch diese Woche tatsächlich beschäftigen und vor allen Dingen vielleicht mehr beschäftigen, als es uns tatsächlich lieb ist, und könnte da an den Märkten nach wie vor für Unruhe sorgen. In diesem Sinne, passen Sie ein bisschen auf, sind und bleiben Sie wachsam, sind und bleiben Sie natürlich gesund, aber auf jeden Fall auch weiterhin investiert.